Kind, wir haben verloren, da war ich 2-3 Tage alt, in der C-Jugend, mit 12 Jahren kam man in die C-Jugend. Wenn man verloren hat, da war ich 2-3 Tage tot unglücklich. Oder wenn die erste Mannschaft Tustetten in der 6. Liga oder 5. Liga verloren hat, dann war ich auch tot unglücklich. Also das steckt in mir drin. Das, wenn man Trainer ist, dann weiß man jeden Tag eigentlich, dass man hellwach sein muss, dass man immer wieder die Mannschaft pushen muss. Gerade wenn man verloren hat, muss man wieder alle Kräfte mobilisieren, muss der Erste sein, der wieder den Kopf in den Wind streckt, der voranmarschiert. Und das kostet natürlich viel Kraft. Und die Spieler werden ja aufgerichtet, motiviert vom Trainer. Aber wer motiviert den Trainer? Weil ich hatte immer auch Heimweh. Als Kind schon furchtbares Heimweh. Als ich nach Dortmund kam, ging, habe ich auch Heimweh. Also nach Zürich, nach der Heimat. Und da war ich plötzlich in Dortmund. Da war ich 4 Wochen, war ich auch traurig. Ich habe gesagt, Mensch, wird vieles geben, um wieder zurückzukommen. Die Angstattacken hatte ich auch gehabt, wie ich schon sagte, man im Auto, plötzlich Platzangst. Das ist ja unnatürlich. Macht man das Fenster runter und trotzdem fühlt man sich eingeengt. Das sind die ersten Symptome. Und dann Schlaf. Ich habe immer als Trainer natürlich immer auch schlecht geschlafen. Und man grübelt und dann hat man Rückenschmerzen, man weiß nicht, wie liegen, man ist unruhig, unsteht, man ist unglücklich, man kann sich nicht mehr freuen, das ist das Schlimmste. Man kann nicht sagen, okay, jetzt mache ich einen schönen Abendessen mit meiner Frau, gehen irgendwo hin und trinke ein Glas Wein, kann es genießen. Ich war halt depressiv in der Phase. Und das war eine schwierige Situation auch für meine Frau. Und sie sieht ja, dass ihr eigener Mann leidet und wenig spricht. Mach ich's nicht. Auf der einen Seite wirst du deutscher Bundestrainer, kannst du werden, kannst Deutschland vertreten, kannst auch mit Deutschland einen Titel holen. Und natürlich der Druck, aber Druck habe ich überall, wenn ich Trainer bin. Und auf der anderen Seite habe ich gesagt, ich habe jetzt keine Kraft. Ich war ausgelaugt. 6 Jahre Bayern ist ja wie 20 Jahre ein anderer Club zu trainieren. Was an die Nerven geht, an die Substanz geht. Und wenn ich keine Kraft habe, wie soll ich dann Bundestrainer sein? Ja, ich war beim Professor Holzbauer, der hat mir geholfen, also hat ein paar Gespräche und Antidepressiva bekommen. Und das hat mir dann sehr geholfen. Ich bin ruhiger geworden, aber ich habe auch, wie ich schon sagte, lang gebraucht, um abschalten zu können. Normalerweise samstags um 3:30 habe ich immer ein bisschen Druck auf der Brust gehabt. Ich dachte, jetzt geht's gleich Bundesliga los oder vor jedem Spiel oder Champions League, jetzt, also die Hymne hört, dann hat man wieder Druck, alles ist alles ja, im Gehirn gespeichert. Und das hat dann Zeit gebraucht, aber ich habe viele Spaziergänge gemacht, ich habe viele Bücher gelesen, Biografien und habe natürlich Fußball aus der Ferne betrachtet, schon alles verfolgt, natürlich, das ist ja meine Leidenschaft. Aber ich habe mich total zurückgezogen und das war dann in Engelberg, war das ideal für mich. Und das war ein Test für mich. Dann haben wir 2 Wochen später in der Champions League Real Madrid rausgeworfen. Da habe ich schon wieder Euphorie gehabt. Kam das wieder zurück, das Lebensgefühl? Denn wenn man gewonnen hat, früher, als ich Burnout hatte, davor habe ich gesagt, zum Glück nicht verloren. Nicht mehr das Adrenalin gespürt, wenn man gewinnt. Und jetzt haben wir Real geschlagen und ich war high. Okay. Also ich habe richtige Glückshormone wieder gespürt. Also und das war ja wie zurück im Leben wieder. Wie zurück im Leben, ja. Es ging unter die Haut und ich habe gesagt, noch nicht Tränen, nur keine Tränen fließen lassen. Aber ich habe gekämpft. Aber dann kam alles wieder so hoch, der ganze Druck, der ganze Stress bei Bayern und dann die Erlösung eigentlich. Es ist jetzt vollbracht und das ist jetzt das Ende. Aber es war nicht das Gefühl, mir fehlt etwas oder jetzt ist schade, dass es zu Ende ist, sondern es war die Erleichterung. Ich war erlöst irgendwo. In der heutigen Zeit ist es ganz normal, dass man Burnout haben kann. Die Leute bekennen sich dazu und in jedem Beruf kann das ja auch passieren. Oder eine Hausfrau kann Burnout haben. Und ich glaube schon, die Zeit ist reif dafür, dass man Verständnis hat.
Und man muss sich auch nicht scheuen jetzt, dass man Tabletten nimmt. Weil es ist eine Substanz im Gehirn, die einem fehlt, die verloren geht. Und die wird zugeführt. Und von daher hat man heute ja auch die Möglichkeiten und die Mittel. Und das ist schon ein Riesenfortschritt.